Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde Haustierkampf. So, ich muss mal eben wieder austauschen. Da, weil, ne, ich habe hier letztes Mal meine Tiere benutzt und habe versucht, einen größeren Mob zu töten. Hat nicht funktioniert. So, dann gehen wir mal runter. So, die können ja alle nicht kämpfen. Die auch nicht. Der Blob auch nicht. Wo waren wir denn da? Ja, dann nehmen wir den. Die Eulen können kämpfen, ne? Ja. Nehmen wir den. So, und wie ihr sehen könnt, ich habe mein Nikolausgeschenk. Der kleine Schatten. Da ist er ja, der kleine Krümel. Danke nochmal an Jobi dafür. So, wir wollen leveln. Ich habe ja gesagt, bevor das überhaupt richtig losgehen kann, wir müssen ja erstmal auf Level 5 kriegen. Also krauche ich hier oben am Rand rum von Ogrimmar, weil hier oben etliche Tiere sind. Der ist jetzt unten. Ich weiß, das ist jetzt nicht so aufregend, wenn ich hier oben rumkrautsche. Aber oh, den Hordeballon könnten wir uns noch holen. Den haben wir nämlich auch nicht. Wo ist er denn? Müsste ich da mal nachsehen. Der steht dann wahrscheinlich hier irgendwo in der City rum. So, Schatten ist gerade hell geworden. So, wollen wir mal die. Auf öffentlichen Transportmitteln? Ja, wissen wir. So, gucken wir mal. Schauen wir mal, was Schatten kann. Autsch. Nur eine Fähigkeit, ne? Schattenschock. Gegen Humanoide kann man ihn gut einsetzen. Okay, das ist ein Tier. Wollen wir nicht. Ich will den nicht behalten, ich will den töten. Jawohl. Stufe 2. Also gleich eine Fähigkeit mehr wahrscheinlich. So, dann wollen wir mal. Komm mit, Kleiner. Schauen wir mal, ob hier hinten noch was los ist. Und dann suchen wir uns, glaube ich, gleich mal den Hordeballon. Ich habe keine Ahnung, wo der steht. Ich würde sagen, da oben spielt noch einer Haustierkampf. Ja, mach du mal. Hier ist nix. Dann werden wir wohl mal rüber gehen. So, mal schauen, am besten hier. Oder wir gehen mal runter in diese Stadt. Und dann können wir mal schauen, wo der Ballon ist. Aber wenn jemand weiß, wo der Ballon steht, kann er mir das auch gerne sagen. Na, das ist dann für mich ein bisschen einfacher. So, komm, Fahrstuhl, komm. Komm runter. Komm rauf, meine ich. So, wo ist mein Kleiner? Steht wahrscheinlich immer drin. Ja, da ist er. So. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der hier rumsteht, der Ballon. Können ja noch mal kurz gucken. Wo steht denn der? Und geht die Luft aus und sie werden gewöhnlich in 99er Packungen angeboten. 99 Luftballons. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Da würde ich sagen, wenn wir sowieso hier einmal durch die ganze City fahren, dann können wir uns hier. Können wir den auch gleich suchen. So, dann schauen wir mal, was kannst du hiermit? Ah. Phase verschieben. Damit kann sich Schatten aus dem. Ah, okay. Damit können wir den rausholen aus dem Kampf.
Alles klar. Komm, den schaffst du. Oh, die haben wir noch gar nicht, die Kröte, ne? Doch, eine haben wir. Eine haben wir. So, dann gehen wir mal weiter. Können wir mal kurz Handy Notes ausstellen. Dann sehen wir ein bisschen mehr auf der Karte. Wäre vielleicht eine Idee. Aber wo der Luftballon ist, gute Frage. So, dann machen wir wieder Schatten. Ich glaube, der hat gegen die Schlange nicht so viel. Komm, nochmal. Und nochmal. Da dürftest du die haben. Jawoll. So, die beiden sind oben. Bist du? Jaga. Schlammiger Flusskrebs. Mhm. Und wir wissen immer noch nicht, wo der Luftballon ist. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Die andere ist wieder oben. So, ich heile die jetzt aber einmal komplett. Ich weiß, das sind nicht die richtigen Kombinationen, aber das wird schon. Die sollen ja erstmal nur auf Level 5 kommen. Ach ja. Und wie sieht's aus? Schneit's bei euch? Oder habt ihr immer noch dieses normale Wetter? Stufe 3, jawoll. Oh, der Kleine ist ja echt. Geht ja echt ran. So, hier ist nix. Würde ich sagen, fahren wir hier zurück und dann durchs Tor. Gucken wir mal, wie es aussieht. Oben sind auf jeden Fall noch Haustiere. Aber oben ist auch schon einer. Einfach mal durch die Gegend fahren. Irgendwo werden wir den Luftballon schon finden. Man weiß, in welcher Ecke der hier steht. Ich könnte es mir ja auch einfach machen, könnte ja mal nachgucken, wo er steht, ne? Aber nein, Tana macht das nicht. Tana fährt einfach mal durch die Stadt. Gucken wir mal hier. Hier war, glaube ich, nichts. Fahren wir mal hier lang. Er müsste ja eigentlich irgendwo stehen. Es war ja so, dass der ist auch wieder oben. Es war ja so, dass der Luftballon-Typ bei uns steht, der ja in oh, wo stand der? Bei der in der Ecke von der Kathedrale, also vom Kirchenplatz steht bei uns der Luftballon. Ich müsste halt mal gucken. Wahrscheinlich auch hinten auf der anderen Seite. So. Also die anderen sind da hinten. Jawohl. Komm her, Echse. Lass uns kämpfen. Schatten möchte Stufe 5 werden. Ja. Oh, da ist er doch schon fast tot. Gucke mal. Jawoll, super. Dann gehen wir da vorne zu den anderen. Magisch. Okay, Schatten zählt zu magisch. Müssten wir uns echt mal mit beschäftigen, welche. Weil es gibt ja ganz bestimmte Klassen. Wenn wir hier. Die halt. Sich mit der bestimmten gegnerischen Klasse am besten eignen. Da gibt es auch richtige Guides für. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so
Geiz ist halt nicht so ganz meins. Das können andere besser. So, komm. Jawohl, hau rin. Und weiter. Und nochmal. Jawohl, kleine wieder gewonnen. Aber eine neue Stufe kriegt er noch nicht. Dafür braucht er noch einen Kampf. Und dafür werden wir wohl jetzt erstmal wieder zurückgehen. Was haben wir da oben? Geist des Sommers. Ach, guck mal, hier habe ich sie doch alle drauf. Roboglucke. Schauen wir doch mal, wo der Ballon ist. Mistkäfer? Mistkäfer? Aber eigentlich sollte er mir den Ballon ja anzeigen. Kröte, Wasserschlange, Mistkäfer. Nochmal Handynotes wieder an. Da ist Angeln. Fluglehrer. Unheimliche Kiste. Schlotternächte, ja. Wir sind da. Nö, zeigt er mir gerade nicht an. Unheimliche Kiste. Komisch, komisch. Normalerweise müsste er mir anzeigen, wo der ist. Horden. Ballon. Hier steht aber Ogrimmar. Quest weggeweht. Aber wo der genau ist, wartet mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal gucken, bevor ich jetzt hier noch 10 Jahre. Ballon. Ogrimmar. Mitten in der Aufnahme. Geil, wa? So, wo steht der? Jagger. Ja, da sind wir das schon dran vorbeigelaufen an den Jungen. Horden oder Allianz? Heißt das einfach, ich kann nur einen? Achso, da sind die Ballons. Warte mal, Tal der Weisheit. Da ist der Hordenballon. Okay, wir sind da, das heißt, wir müssen da an die Brücke. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal zurück. Alle Tiere, die wir unterwegs natürlich finden, kämpfen wir natürlich auch noch mit. Aber wir holen uns jetzt erstmal, wenn möglich, noch den Ballon. Das ist noch eine Quest, Angellehrer. Haben wir nicht. So, das heißt, wir müssen erst hier durch. Nachdem wir natürlich erstmal das Tier gemacht haben.
So. Komm, Schatten der Chasse. Das ist ein Level 1 Grau. So, Stufe 4. Bist du gleich schon so weit? Dunkelheit herbeirufen. Oh, da müssen wir gleich mal gucken, was er kann. So, ein Klumpi ist ja Winterhauffest. Ja, den haben wir noch nicht. So, wir müssen jetzt hier lang. Da. Muss ich gleich echt mal gucken. Wie das mit der Questreihe gleich ist. Ach, guck mal, da ist eine Kröte und da ist Jaga. Wahrscheinlich, weil ich den Allianzballon schon habe, kann ich mir den Hordenballon nicht mehr holen. Das ist meine Vermutung. Oh, weniger effektiv. Gegen Drachkin sind die Sachen gut. Okay. Ah. 50 Puren Gebinde. So, der Junge hätte eigentlich die Quest. Hat er aber nicht. Dann vermute ich mal, kann ich nur entweder oder holen. So, Haustierkampf. Schatten, du bist noch nicht ganz 5. Da fehlt noch ein bisschen. So, dann... Oh, schon wieder eine Kröte. Muss ich gleich wieder heilen, wa? Nee, die Kröte wollen wir nicht. Die wollen wir höchstens, wenn sie blau ist. So, oben auf dem Rand sind natürlich wieder welche. Nee, da wollen wir gar nicht rein. Da wollen wir hin. Da wollen wir durch. So. Haben wir den Kleinen nochmal geheilt. Ich denke mal, wir sollten vielleicht nochmal... Da geht's nach vorne. Auf den Rand gehen. Weil auf dem Rand sind echt viele Haustiere. Ah, hier auch. Guck mal, rechts ist einer, links ist einer. Ja, dann. Auf die Echse. Auf das wird Stufe 5 werden. So. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht nächste Mal eine Folge mache, wo ich mit meinem Großen laufe. Und wo wir einfach mal Haustiere sammeln. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, wo man welche Haustiere bekommt. Weil ich habe ja auch noch nicht alle. Und dann könnten wir wirklich mal die Liste voll machen. Dass ich dann, weiß ich nicht, mit einem Druiden oder mit einem Krieger... Ja, mit einem Druiden am besten. Einmal durch die Welt reisen, durch alle Welten. Und dann einfach mal schauen, dass wir die ganzen Haustiere zusammenfinden. Ich glaube, das wäre auch eine ganz nette Idee, oder? Ja, ich denke auch. So, das Tal der Geister. Achso, da waren wir. Da hinten ist noch einer, sehe ich gerade. Oben auf dem Rand sind jede Menge. So, Kröte. Komm her. Ich habe einen kleinen Schatten, der will leveln. So. Ja, Schatten ist jetzt nicht unbedingt die effektivste Klasse, um gegen den da anzutreten. So, Schlange. Komm, kleiner Maste. Das dürfte jetzt dein Level Up sein. Jawoll. Oder? Na?
Ja, ernsthaft. Einen brauchen wir noch. Das reicht nicht. Oh, da hinten. Da ist einer. Flusskrebs. Okay. Komme ich hier überhaupt hoch? Nee. Hier. Hi. Der Dunkelspeere. Ja, macht nichts. Ich will ja nicht weiter. Ich möchte nur bis hier. So, mein Kleiner. Und auf wie? Mach sie fertig. So. Nee, aber das könnte man machen. Ne? Dass wir dann auch mal, anstatt nur die Kleinen zu leveln. So, wir haben einen fertig. Ich glaube, wir schaffen pro Runde nur einen. Dass wir zwischendurch einfach mal wie so ein wo krisse welches Haustier her machen und einfach mit dem Großen durch die Gegend laufen und dann die verschiedenen Tiere. Also wenn wir gucken, ich habe hier, ihr seht noch, so viele Tiere fehlen mir hier. Na, wir haben ja hier, ich meine, einige Sachen sind ja Festtage, ne? Aber andere kann man ja hier, zeitlose Insel. Okay, das ist PvP. Aber Archäologie, das fehlt mir auch noch. Das, oh, da habe ich ewig nachgebuddelt. Quinlai-Gipfel. Dunkelmond, den habe ich auch noch nicht. Guck mal. Na, also Pandaria fehlen mir sehr viele. Es ist so flauschig. Mission. Achso, das ist der, der den Popo am Boden kratzt. Tote von Chromi. Ah, okay. Na, blinde Ratte. Okay, diese Collector-Sachen wird schwierig. Inji könnte ich mir noch einiges. Kinderwoche, fehlt noch was. Durch das Sammelkartenspiel. Ja, okay, die kann ich mir natürlich dann nicht holen. Overwatch. Sind die eigentlich handelbar? Hm, ja. Müsste man mal gucken. Die Jagd auf Illidan. Den hier hätte ich gern. Aufstieg eines Champion. Ja, die müsste ich mit Tana aber haben. Die kleinen. Eiskrone. Ja, da haben wir noch einiges. Zone Nahkampf, Beute von Puck. Da haben wir noch einiges vor uns. Albtraum. Tana-Dschungel. Beute von teufelsberührter Haustierbedarf. Okay. Aha. Oh Gott, diese. Einiges können wir uns noch kaufen. Ja, da geht noch was. Beute von Eisheule. Achso, die sind ja neu. Den habe ich zum Beispiel auch noch nicht, glaube ich. Haustierkampf sammeln. Den hier habe ich ja mit Leine auf Schlachtzug 3. Ich glaube. Hier, 4 und 5 fehlt mir noch. Da habe ich noch nicht alle. Und hier habe ich auch noch nicht alle. Oh, das sind alles Sachen, die man alleine machen kann. Ne, Ulua, PDK, ICC, Drachenseele, Feuerlande, Thron der vier Winde. Das sind alles Sachen, die kann man alleine machen. Gut, da haben wir noch einiges vor uns. Ich würde aber sagen, das reicht für diese Folge. Ich danke euch. Ich drehe euch gerade noch zu. Ich danke euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Tana lernt Haustierkampf. Bis dahin, bye bye.